Hi. Karl. Wer bist du zur Hölle? Hallo, ich bin Amy und ich bin eine schlechte Hausfrau. Ich hasse dich. Meh. Kann mir das jemand erklären? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Itch.io-Spiel. Es heißt Inside. Es ist ein Prolog. Hier steht noch Wishlist on Steam. Und wir schauen einmal Brightness. Ja, ein bisschen brighter, weil ich sehe so wenig. Englisch, Türkisch kann ich nicht, also lassen wir Englisch. Es geht auch nicht lang. Deswegen lassen wir uns Zeit. Continue. Ich kann nicht continue von was ich nicht gemacht habe. Ach so, das bin ich. Ich dachte, das wäre eine Sequenz. Kann ich mich rumdrehen? Nö, kann ich mich wieder zurückdrehen? Wow, okay. Hier runterfallen? Ich kann nicht springen. Ah, links oder rechts, links oder rechts? Rechts. Wahrscheinlich kommt es aufs selbe hinaus. Das ist ja nicht so gut. Hi. Karl! Entschuldigung. Also, wie war es? Ich bin Robert und das ist Karl. Oh, guck mal, ich habe ein Spiegelbild. Na? Wir blinzeln. Kann ich irgendwie dir helfen? So, ich dachte, das wäre Klopapier, aber es ist die Dusche. Okay. Ja, ist ja gut. So krass genau sehe ich mein Blinzeln doch auch nicht. Jetzt fange ich an, darauf zu achten. Ah, hier sind Pillen oder irgendwas im Müll. Ich kann das Klo nicht benutzen. Kann da nichts machen. Sag mal. Oh Gott. Wer bist du zur Hölle? Ich hasse dich jetzt schon, egal wer du bist. Da ist ein Riss in der Decke. Hör auf zu blinzeln, das ist furchtbar. Was ist das? Pigments? Pigment? Ne, Pig. Pigmac? Model? Ah. Ach, das hat gezogen, ey. Horror at Red Hook. Schöne Pflanze. Weird, ja. Das sehe ich auch so. Ich bin hier. Oder? Ja, ich bin hier. Laut tickt eine Uhr an, das ist ja furchtbar. Hallo? Ich kann nicht rennen. Hi.
Können wir irgendwas? Ah. Wer war die komische Alte? Und wieso ist sie in der Wand verschwunden? In der Wand, in die Wand? Ah, oh, ich nix Deutsch heute. Will ich das tun? Das lag jetzt aber nicht an dieser Tür hier, oder? Ich habe einfach nur die Klinke nicht richtig gedrückt. Ich hätte es gerne noch ein bisschen breiter, bitte. Oh! Ich höre doch was. Ist das seine Frau? Tja. Für dich? Ich bin mir unschlüssig. Sind wir Robert? Da oben, der ist auch überall. Ist das so eine gruselige Katze? Erschreck mich nicht, ich möchte Bilder gucken. Ich weiß, es ist pixelig, aber irgendwie muss ich an den Kerl von Saw denken. Ich muss in Spielen Bilder gucken. Irgendwer hat sich ja wohl was dabei gedacht, als es sie aufgehangen hat. Ja, da ist sie jetzt auch allein. Sie schien mir vorhin noch ein bisschen blutverschmiert. Also, ganz ehrlich, ne? Wenn man sich gern hat, okay, ne? Aber muss man das ganze Zuhause mit solchen Bildern von sich plakatieren, um sich das zu zeigen? Sollte man das nicht auch so wissen? Es ist verschlossen. Wie kann ich dich erreichen? Ist der Schlüssel unter der Matte? Oder nicht? Ich habe immer noch einen Schreck von vorhin. Hör auf zu blinzeln. Das ist die Haustür. Überall. Also, bisschen übertrieben, ne? Aha, hat sie es geplant? Sie hat nur einen Teller rausgestellt. Er hat nur ein Glas gekriegt. Hat sie ihn vielleicht erstmal irgendwo mit ein bisschen vergiftet, damit er sich nicht so gut wehren kann? Vier. Rolltreadhook, ja, okay. Okay. Die kennen sich wohl schon sehr lang. Also vielleicht. Vielleicht auch erst ein Jahr und das Bild ist ein Jahr alt. Mein Gott. Frage mich nur, warum ihr überall diese Artikel rumliegen habt. War das so spannend? Ich mich gerade ein bisschen, habe mich selber erschrocken, weil ich so den falschen Knopf gedrückt habe. Hä? War ich nicht gerade in der Küche? Nee, ich war im Wohnzimmer, ne? Hä? Sag mal. Wie lange hast du denn hier nicht mehr aufgeräumt? Was steht da? Kann ich in den Kühlschrank gucken?
Ah, diese Blinzelfunktion, ne? Weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich bin zu doof. Wir brauchen einen Schlüssel, ne? Sogar die Treppe quietscht. Vielleicht in ihrer Jacke. Das sind die logischen Plätze. Das scheint mir die Eingangstür zu sein. Dann legt man doch irgendwo in der Nähe den Schlüssel ab. Ich kann aber auch keinen Schrank aufmachen. Jacke, 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 Jacke. Gibt es irgendwo so ein Schlüsselhaken-Dings? Auch nicht. Komischer Haushalt. Oder suche ich gar nicht nach einem Schlüssel, sondern irgendwas, um die Türe aufzubrechen. Das Spiel soll nicht so lange gehen. Also es kann doch nicht sein, dass ich zu doof bin. Also doch, das kann sein. Hier sind Haken. Was ist das für eine Wohnstruktur hier? Da ist der Eingang. Hier sind Schuhe, da sind Schuhe. Ihr seid hier nur zu zweit. Hier sind auch nochmal Schuhe. Geh mal zu. Ich guck mal einmal ganz kurz hier auf die Steuerung. Habe ich das zugemacht? Ich habe den Browser zugemacht. Inside. Oh nee, warte mal. Multiple Endings. Prolog geht sogar 10 Minuten. Ja, das ist ja. Wer ist die Maus? E oder Linksklick zu Interact. Das ist ja komisch. Immersive Short Story, Multiple Endings, Retro-Grafik, Atmosphäre, Ambience, Türkisch, Englische, Untertitel. Untertitel? Bin ich doof. Ich bin heute nicht ganz da, es tut mir leid. So, dann. Hat er selber vielleicht was in der Tasche? Aber warum sollte er, wenn sie doch verschwunden ist? He must have. Hab ich das jetzt eingesteckt? Er muss es haben. War es das jetzt? Habe ich jetzt was eingesteckt? Hallo, Frau. Warst du vorhin nicht blutverschmiert?
Okay. Also nicht okay. Aha. Multiple Endings, okay. Du läufst mal und ich trinke noch einen Schluck Kaffee. Wie spät haben wir denn in Deutschland? Kurz vor 9. Okay. Huch, ich habe nicht aufgepasst. Wo bin ich? Wo kam ich her? Was ist da passiert? Ach so, die zerfallen hinter mir. Okay. Oh. Cool. Amy, oh, nein, 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 das ist was. Ah. I could have done this. Ich kann das doch nicht gemacht haben. Oh nein. Hä? Amy, es tut mir so leid. Ja, wenn es dir leid tut. Es gibt nur einen Weg herauszufinden, wer dich getötet hat. I have to get to a place where I can see myself. Es gibt nur einen Weg, um zu sehen, wer dich getötet hat. Ich muss zu einem Ort gehen, wo ich mich selber sehen kann. Amy. Diese Carl und Amy. Das ist nicht real, das ist nichts und dem ist real. Oh. Oh. Das ist der Riss. Interessant. Baby, nein, nein, nein. Ich kann das doch nicht getan haben. Hi. Oh nein. Oh. Nein. Jetzt macht er seine raus und ihr es rein. Zwei in ein Auge. Wenn das mal so einfach gehen würde. Wie sieht Amy? Hallo. Ist überhaupt nicht mehr blutig hier aus. Wir haben sehr viele Risse in der Wohnung. Amy, Amy, bist du zu Hause? Ja, Schatz, ich bin hier. Amy, bist du hier? Ja. Ich bin hier. Bist du denn? Carl. Oh, wir sind oben gestorben. Ich weiß jetzt nicht, was hier. Hey, bist du oben? Ja. Jetzt ja. Wir müssen im Badezimmer. Nee. Komm ich nicht rein. Achso. Wo ist denn unser Badezimmer? Unten im Badezimmer? Warum schreist du denn überall und wartest nicht mal die Antwort ab? Du im Badezimmer? Ja, ich kann auch ins Badezimmer kommen. Amy? Bist du das? Hallo? Aber? Warum sehe ich dich? Was zur Hölle? Das ist ein bisschen verwirrend jetzt hier, ne? Warum sehe ich dich? Ja, weiß ich nicht. Jetzt nicht mehr.
8. Oktober 2004. Oh, die Polizei war da. Oh, hallo? Ah, jetzt sind wir der Detective. Willkommen, Detective. Die Nachbarn haben Schüsse gehört und wir sind sofort nach einer Stunde da gewesen. Wir haben zwei Körper gefunden bei der Hausdurchsuchung. Das ist ein Mörderfall. Jetzt folgen Sie mir bitte. Ja, habe ich also aufgeschrieben? Ja. Oh nein! Oh nein! Thank you for playing the prologue. Game will be released this Halloween. Oh nein! Ich glaube, das gibt's aber schon. Kann ich noch mal? Ich am Anfang noch was, ich würde gerne den linken Weg nehmen, oder ist das dann, ist es genau dasselbe? Ne, Moment, da stand, es gibt mehrere Enden. Sekunde. Continue, kann ich sagen, continue? Oder bringt er mich dann direkt wieder zum Endbildschirm? Das ist wieder da mit dem Polizisten, ne? Kann ich nicht zurück? Ist das? Ich will nicht mit dir sprechen. 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 Ja, es könnte Mord sein, aber warum, weshalb, wieso, weiß man nicht. Okay, Sekunde. Dann halt ein neues Game. Und jetzt gehen wir zuerst nach links. Ich will nur wissen, ob dann was anderes passiert, weil da stand bei itch.io Multiple Endings. Oder ob damit gemeint ist die Vollversion irgendwann. So, jetzt bin ich nix. Jetzt sind wir zuerst sie. Amy, nein. Nein, achso. Ist ja schon so ein bisschen brutal, ne? Ja. Ist das genau die Stelle, wo der Riss ist? Sollen wir alles ausprobieren? Tropfe ich eigentlich auch alles mit Blut voll oder nur an der einen Stelle? Ach so, nee, das kommt ja von da oben. Ist das? Könnte sogar wirklich hinkommen. Hier, kannst du das Messer einmal abwaschen, bitte? Nee. Hier. Die waren ja hier schon vergammelt. Okay. Amy, oh nein, oh mein Gott, oh, oh. Es ist jetzt so Pixelblut, ne? Aber es ist trotzdem irgendwie eklig.
Okay. Hallo, ich bin Amy und ich bin eine schlechte Hausfrau. Mir sind nur 2 Millionen Fliegen in der Küche. Ich möchte bitte hier rein. Okay, also er hat sie gesucht. Vielleicht verstehe ich das auch nur nicht. Ist durchs ganze Haus gelatscht, um seine Alte zu finden. Irgendwie bist du im Bad. Amy, bist du das? Ach so, guck mal, ich verstehe. Weil er sieht sie hinter sich. Aber warum sehe ich dich? Weil sie ihn hier ermordet hat. Und nee, will er nicht hin. Kann ich sonst nichts anderes tun? Na. Also sie hat ihn vom Waschbecken ermordet und ist dann nach oben. Oder wurde dann halt da umgebracht. Okay, das war der Pfad. Aber da kann ich jetzt nichts mehr tun. Also, weil sie wurde... Nee, sie hat ihn... Kann ich an ihm vorbeigehen eigentlich? Also, kann mir das jemand erklären? Wir sind der Detective. So, also, sie stand ja hier hinter ihm und hat ihn wohl abgemurkst, aber er, also, vielleicht war es auch nicht sie, sondern eine höhere Macht. Ja, ich wusste das, aber... Oh, ich bin jetzt losgelatscht. Aha. Aha. Hä? Okay, also letztes Mal bin ich unter Schockstarre stehen geblieben und jetzt das Messer bitte nehmen. Nein. Bringt sie mich denn jetzt um? Ach, ich denke, sie kann mich hören. Ich sollte mich nicht bewegen. Aber erst nachdem ich die Tür aufgemacht habe, ne? Okay. Beim letzten Mal nicht gesehen, dass sie da so latscht. Ich bin hier. Was sieht das gerade? Warum redet er denn mit ihr? Ist das jetzt irgendwie anders? Ich bin wegen dir hier.
Es ist verschlossen. Wie kann ich dich erreichen? Ah, er hat den Schlüssel. Hat er beim letzten Mal auch die Bewegung gemacht? Ich weiß es nicht. Kann ich mit dem Schlüssel auch einfach die andere Tür aufmachen? Hallo, Schluckiputz. Okay, es geht direkt los. Also sie hat dich vorhin schon zweimal abgestochen. Warum gehst du da jetzt unbewaffnet hin? Jetzt sind wir wieder hier bei den Polizisten. Ist das? Das sind die Vorhänge aus dem Wohnzimmer. Die Steine gehen weg. Ah. Okay. Irgendwie war es das, glaube ich. Ich werde gleich noch einmal nachschauen, ob ich irgendwas übersehen habe. Falls ja, werde ich das doch mal dran schneiden. Oh, Entschuldigung, mein zweiter Kaffee ist noch nicht leer. Grammar zur Hälfte fast, noch nicht ganz. So, also ich schaue nochmal nach und wenn da noch irgendwas ist, was ich hier in diesem Prolog tun kann, dann werde ich das nochmal spielen. Und wenn nicht, dann sage ich jetzt mal bis zum nächsten Mal und tschüss.